Rückenschmerzen und habe eigentlich schon alles ausprobiert und genau, das wollte ich mich fest beraten lassen. Also, stimmt zu Osteopathie. Genau. Ja, da können wir Sie gerne zuhören. Mein Name ist Patrick Müller. Ich bin jetzt 20 Jahre alt und bin seit 2015 hier im Unternehmen bei der AOK Niedersachsen. Also bin ich im zweiten Ausbildungsjahr noch. Wie kann ich helfen? Ja, ich habe so Rückenschmerzen, habe eigentlich erst schon alles versucht und wollte erst mal gucken, ob ich mit Osteopathie weiterkomme. Und wollte mich beraten lassen, ob die Krankenkasse das übernimmt oder wie das war. Ja, und zwar haben wir da... Ich bin Christina Geld, bin 21 Jahre alt und komme aus Harmstedt. Ich bin jetzt im dritten Ausbildungsjahr und habe dann ab April die erste Prüfung und bin dann im Sommer diesen Jahres dann fertig mit der Ausbildung. Der Ausbildungsberuf des Sozialversicherungsfachangestellten ist sehr vielseitig. Während der Ausbildung arbeiten die Auszubildenden in unterschiedlichen Bereichen. Zu den Tätigkeitsfeldern gehören die Beratung von Versicherten und Arbeitgebern sowie die Beratung der Versicherten zum Thema Pflege. Das kann persönlich oder am Telefon passieren. Ja, genau, das ist auch alles vollständig. Ein Auszubildender sollte eben als Sozialversicherungsfachangestellter hier tatsächlich alle Bereiche durchlaufen haben. Er muss sich im Sozialgesetzbuch wirklich auch auskennen, weil die Versicherten, die hier bei uns ins Haus kommen, haben ja eine kompetente oder erwarten eine kompetente Beratung und dafür versuchen wir natürlich unsere Auszubildenden dann auch wirklich fit zu machen. Es wäre gut, wenn man einen guten Realschulabschluss mitbringt. Das ist ja heutzutage ganz unterschiedlich, in welchem Alter man den hat. Von daher ist das Alter gar nicht entscheidend. Wichtig ist, dass man hier unser Auswahlverfahren durchläuft, also den Einstellungstest ganz gut besteht und kann das gut mit einem Ausbildungsplatz klappen. Auf jeden Fall normale Sachen zum Messestand brauchen wir. Auto reservieren, damit wir die ganzen Sachen auch und herbringen können. Bei der Organisation und Präsentation auf Messen arbeiten die Auszubildenden häufig eigenverantwortlich in kleinen Teams und bekommen vom Betrieb so das Vertrauen, die AOK zu repräsentieren. Also ich würde sagen, dass es einem viel weiterhilft, wenn man ein selbstbewusster Mensch ist und auch kommunikativ, weil wir halt auch viel einfach mit anderen Leuten reden und beraten und Empathie müsste man auch mitbringen. Weil wir auch teilweise kranke Menschen beraten und da mal so eine gewisse Empathie hilfreich ist. Das meiste, was mir Spaß macht, ist wirklich der Umgang mit den Menschen. Deswegen habe ich das auch gewählt, weil man, egal wo man arbeitet, immer irgendwo im Kundenkontakt steht. Bei uns ist die Ausbildung dreigeteilt. Ihr habt zum einen einmal die Praxis in der AOK selber, in der ihr ganz normal arbeitet. Dann habt ihr Berufsschule, entweder in Lüneburg oder halt in Bremen, je nachdem, wo euer Hauptausbildungsstandort ist. Und dann sieht es so aus, dass ihr Lehrgänge habt im Bildungszentrum der AOK in Saarstedt, das ist in der Nähe von Hannover. Und da lernt ihr alle Gesetzesgrundlagen, die ihr dann auch wirklich braucht für euren späteren Berufsalltag. Ihr könnt euch bis zum 30.09. bei uns bewerben, einfach schriftlich oder auch online geht das. Gesundheit wird bei der AOK großgeschrieben, weshalb es als Mitarbeiter auch möglich ist, einmal in der Woche das Sportprogramm vom geschulten Personal wahrzunehmen.